So, hey Leute, Champ hier. Ich muss mich kurz mal ein bisschen auskotzen. Ja, ich muss einfach mal ein bisschen Klartext reden und euch mal fragen. Vielleicht reagiere ich auch über und was auch immer. Ja, ich erwarte dazu jetzt in den Kommentaren eine kleine Diskussion und würde mich freuen, wenn ihr teilnehmt. Und zwar ist das Problem folgendes: Wir haben ja jetzt, ja, das Gewinnspiel ist vorbei. Sehen wir hier, hochgeladen vor 49 Minuten, Aufrufe 92. Okay, das ist ja schön. Also habe ich auf meinem Gewinnspiel, was vor 49 Minuten hochgeladen wurde, 92 Aufrufe. Jetzt gucke ich mal, ich habe vorhin ein neues Projekt gestartet, Portal 2. Das vor 4 Stunden hat 55 Aufrufe. Minecraft vor 5 Stunden hat 40 Aufrufe. Blockscape von vor einem Tag hat immerhin, das ist ja schon gut, 128. Minecraft von vor 2 Tagen 62. Blockscape, ja, schafft es immer so knapp über 100. So, jetzt gucken wir mal ein paar Tage zurück. Und schauen mal hier, was die Videos hier so hatten. Blockscape Nummer 12, 1236. Dann Minecraft hatte hier noch 234. Dann mein Blockscape Update, was von Zombie gefavoritet wurde, wie auch immer, hat 6175. Blockscape 13, 1039. Also wenn man mal guckt, es lief mal besser. Und auf einmal, zack, war wieder der Abriss an Aufrufern. Und kommt wieder nichts. Nur noch heiße Luft. Und da frage ich mich, was ist denn los? Ich gehe mal noch weiter zurück. Meine ersten Blockscape-Teile, wo habe ich denn die? Hier, Part 1, 4.799 Aufrufe, Leute. Part 2, 1.519. Der dritte hat 1.767. Und auf einmal ist das alles wieder weg. Keine Ahnung, guckt kein Schwein mehr. Dass ich jetzt schon wieder Abonnenten verloren habe, ja gut, das liegt ganz normal daran, dass das Gewinnspiel vorbei ist. Wer hätte es gedacht? Und das kotzt mich gerade einfach bloß an, dass die normalen Videos, wo man so viel Arbeit reinsteckt, nicht geschaut werden. Ja, und das Gewinnspiel, das kriegt auf einmal Aufrufe ohne Ende. Ich meine, ist ja klar, gibt was zu gewinnen, nehme ich euch auch grundsätzlich nicht übel. Aber wir haben da gerade so eine Diskussion, die würde ich jetzt gerne auf ein extra Video verlagern. Schreibt mal rein, woran liegt denn die verdammte Scheiße hier? Das ist einfach nervig. Ich meine, ich habe mir euer Feedback ja angeguckt und ich nehme es ja auch zu Herzen. Und ich habe es ja bewusst so gemacht, dass ich euch ein Feedback durch dieses Gewinnspiel entlocken kann, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich kaum eins bekommen. Ich weiß, es gibt treue Zuschauer, ganz klar, bin ich auch sehr dankbar für, aber es gibt auch sau viele Trittbrettfahrer. Und wenn man jetzt mal guckt, ja, 1600 Abonnenten oder sowas und denkt, wow, da hat er schon einiges. Davon ist ja keiner aktiv oder kaum einer und das ist eigentlich nichts. Jetzt zeige ich euch einfach mal meine offizielle Statistik hier über Social Blade. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir hier? 26.04., da geht's los. Was habe ich da bekommen? 244 Aufrufe minus einen Abonnenten. In den folgenden Tagen sieht man, ich habe nur Minus gemacht. Ich bin aktiv, ich lade Videos hoch, aber ich mache Minus. Dann kam Zeit, wo ich krank war und ein bisschen Zeit in YouTube stecken konnte. Und auch das mit Blogscape und so. Und dann habe ich hier teilweise 3000, 7000, immer 1000 Aufrufe pro Tag. 1600 und 2000 noch was und auch voll die Abonnenten bekommen. Das sieht man ja auch, ich habe in der kurzen Zeit, okay, ein Plus von 388 Abonnenten gemacht. Und jetzt lässt die ganze Kacke wieder nach und stürzt alles wieder ab. Und ich frage mich ja, woran liegt denn das? Das ist gerade echt, das, ja, das knickt einen ziemlich, ne? Das ist deprimierend. Ich meine, man steckt mehr Arbeit rein, wird ja auch erwartet und das mache ich auch gerne. Aber ja, eigentlich nicht für lau. Und ich sehe schon kommen, in einer Woche, gut, da werden die Abos wieder hier, so wie es hier oben ist, werden natürlich wieder alle gekündigt. Von mir aus macht, was ihr wollt. Wer es nicht gucken will, soll sich ruhig verpissen. Bin ich wirklich froh drüber. Aber, ach, weiß ich nicht, warum abonniert man überhaupt einen Kanal, wenn man die Scheiße eh nicht gucken will? Ganz ehrlich. Naja, jetzt habe ich mich mal ein bisschen ausgekotzt, hat mal ganz gut getan. Schreibt mal eure Meinung dazu. Reagiere ich vielleicht über oder woran könnte das liegen oder. Ja, teilt ihr meine Meinung? Je nachdem, habt ihr Tipps, habt ihr keine Tipps? Was kann man machen, um aktive Zuschauer zu haben? Ja, wie gesagt, macht wie ihr wollt, aber ich bitte um eine rege Diskussion und um viele Kommentare, damit wir das hier alles mal ein bisschen aus der Welt schaffen können. Und ja, bis dahin, ja. Hier nochmal die Statistik. Ich kann euch ja, genau, ich kann euch ja noch mehr zeigen. Hier, wann, hier kann man ja sehen, wann man wie viel Aufrufe und Kommentare und was auch immer hätte, Abonnenten. Ich hätte quasi am 2.3.2014 10.000 Abonnenten.
Ist aber allerdings aus der Statistik der letzten 30 Tage errechnet. Und da ich hier natürlich ein ziemliches Hoch hatte, sehe ich hier unten im Schnitt, mache ich pro Tag 13 Abonnenten. Sieht man natürlich, dass es definitiv nicht so ist, dass es immer mehr absinkt. Und da ich jetzt bald wieder Minus mache, werde ich das niemals erreichen. Das heißt, ich werde mich ab jetzt wieder zurückentwickeln. Das ist ganz normal. Die Phase hatte ich damals schon. Und das war auch ein Grund, warum ich aufgehört habe. Und es nervt einfach. Hier unten sehen wir nochmal eine schöne Statistik. Ja, wo ich dann wieder richtig aktiv wurde, dadurch, dass ich krank war, schnellen die Abonnenten in die Höhe. Hier sieht man es auch nochmal, eine schöne Statistik. Also es funktioniert super hier die Video-Views. Keine Ahnung, wie man minus 3.275 Views bekommt, aber geht anscheinend auch irgendwie. Ja, hier sieht man auch einen ordentlichen Anstieg an meinen Views. Alles mega toll, hat mich super gefreut. Aber ja, die Tendenz ist wieder definitiv fallend und deshalb, ja, macht wie ihr wollt. Ich freue mich auf eure Meinung zu dem Thema und ja, sag mal so, wer meine Videos nicht gucken will, kann getrost deabonnieren. Freut mich dann, weil ich glaube, jemand, der 50 Abonnenten hat, aber dafür auch, weiß ich, 50 Kommentare unter seinem Video bekommt und weiß ich, von den Leuten Daumen hoch und da was Sinnvolles unter dem Video steht, ne? Ich glaube, der hat mehr Spaß als ich mit meinen 1600, wo ich nicht mal 100 Aufrufe bekomme und wenn es hochkommt, 10 Kommentare. Also, aber bloß traurig. Aber naja, ich habe mich schon ausgekotzt und das hat gut getan. Also dann, schreibt, was ihr darüber denkt.